Herzlich willkommen zurück! In den. Die Trollschlechter sind unterwegs. Aber das ist unser epischer Name. Der wird jetzt in alle Lande getragen, mein Freund. Olaf und Irmgard, die Trollschlechter. Aber hallo. Plus 5. Plus 5. Ja. Das muss immer dazu. Ja. Alter Rollenspieler-Gag. Genau. Jetzt können wir hier noch bauen. Noch eine Truhe, ne? Ja, hier können wir überall noch Truhen bauen. Zeit wird's. Ja, ne? Die wissen schon, warum die da so viele Slots für einen berechnet haben. Aber was mich jetzt interessiert, warum, also wir haben da einen Ring um unsere Truhe, also rechts oben die Anzeige. Was bedeutet dieser grüne Ring? Und um die Spielfigur gibt es einen gelben Ring, aber da könnte ich mir erklären, dass das vielleicht irgendwie der Weg zum Level Up ist oder so. Ja, das glaube ich auch. Keine Ahnung. Mein gelber Ring ist leer, tatsächlich. Ja, meiner im Moment jetzt auch. Jetzt ist er wieder ein bisschen... Sind das vielleicht Aktionsbalken? Irgendwie sowas in der Richtung? Das werden wir dann später irgendwelche Aktionen einsetzen können, dass die Energie verbrauchen. Was heißt denn fertig? Hä? Ja, was bedeutet dieses... Ja, was heißt denn dieses Siegel eigentlich? Das sind Sachen, die wir wohl irgendwann freispielen können. Jetzt verstehe ich. Ich brauche noch 2 Fertigkeitspunkte, dann kann ich mir eins von den Siegeln aussuchen. Okay. Hier wird nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen geskillt. Ach so, okay. Noch eine neue Pilzsorte. Und noch eine neue Pilzsorte. Ja, wir sollten vielleicht langsam mal den Alchemielabor ausbauen, ne? Dass wir die Pilze loswerden. Und mehr Kisten. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Ein Schafamulett. Auch Regeneration 2 LP pro Sekunde für 360 Sekunden. Okay. Lalalala, ich jogge mal wieder ans andere Ende der Höhle. Das macht Spaß. Aber irgendwie kann ich das nicht anlegen. Ich verstehe das nicht mit den Amuletten. Lalalala. Ja, ich liebe Obelix, also auf eine platonische Art und Weise. Er liebt ja nur Wildschwein. Ja, das ist schon... Und sein Hündchen. Er ist schon sehr einseitig. Mhm. Im Vergeben seiner Liebe. Nie sagte ich liebe dich. Also zu mir hat er es noch nicht gesagt. Nee. Blöder Arschloch. Was kann man Frösche nur in Fünferstapel stapeln? Ach, das glaubst du ja nicht. Warum? Warum ist das limitiert? Weil vielleicht ab einem 6. Frosch die anderen 5 reagieren. Auf einer... Na, das ist wie beim Bäcker, wenn du dann hingehst. Ich hätte gern 6 Brötchen, nehmen sie doch 7, dann platzt die Tüte. Na toll. Nee. Nehmen sie doch 7. Komm. Wo sie schon mal da sind. Ja, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht leben die auch nur in Familien von bis zu 5 Stück. Ja. Bei 6 dann bricht die Bigamie aus oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist ja noch eine Pilzsorte. Oh, wir haben schon einen Wolle. Machen sich unsere Jungs eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber, dass sie schon seit Ewigkeiten offensichtlich über einem Troll gewohnt haben? Doch. Mir wird das zu denken geben. Er kommt ja nicht unten raus, der hat ja was gegen Sonnenlicht und so. Ja, gut. Okay, 9 Kupfererze, 2 Eisenerze, 3 Spinnenkokons, 2 Goldies, naja. Ich glaube, der grüne Ring um die Truhe ist einfach, wie voll dein Inventar ist, ohne dass du es immer aufmachen musst. Ah, ja, das stimmt sogar. Ich hab's eben überprüfen können an unserer Truhe. Sie sind ein sehr weiser Mann. Ja, das sagt man mir nach. Warum sind sie überhaupt gestorben? Boah, Leute sterben, ne? Ich hab mir gedacht, ach, ab nach Niflheim. Ja, heute ist ein guter Tag. Irgendwas an dem 50. Krug Met aus diesem 1-Liter-Horn, das war dann irgendwann, also irgendwas muss da schlecht gewesen sein. So, dann gehe ich jetzt erstmal wieder kurz nach oben. Was sind das eigentlich für Kristalle? Large Türkis Crystal. Ju. Boah, bringt uns jetzt so genau nichts. Eine Menge Shit dabei, ja. Wir brauchen langsam wieder ein bisschen Futter, ne? Jo.
Nicht nur das, aber auch. Smoked Ham. So. So, Gockle. Hammer 77. Eicheln 84. Pumpkins 8 Stück, also Kürben. 16 Eisenerz. Um den tollen Ausdruck wiederzunehmen. 16 Eisenerz. Das ist schon ganz gut. Da kann man nichts sagen. Ein paar Wolfspelze hier noch. Die Kisten müssten größer sein. Ich meine, wir haben jetzt hier bestimmt allein schon 10 unterschiedliche Arten von Pilzen. Ja. Also was man denen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie zu wenige Materialien in das Spiel implementiert haben. Also hier ist, da ist Löwenzahn, dann noch Rosmarin, Hemlock, keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Und die Dope Roots. Cabbage, also Kohl und alles. Das ist so viel. Ich könnte das noch nicht mal mehr alles aufzählen. Das mit dies Reden, ne? Ja, das mit dem Reden, das ist so eine Sache. Ist ja schon so spät abends und so. Ich verstehe das. Da werde ich ein bisschen doof. Ich bin der Meister der Eicheln. Ich habe 84 Stück. Da wird sich die Frau aber wundern. Junge. Ich weiß, den Eichelwitz hatten wir das letzte Mal schon. Hast du zwei Holz vielleicht noch irgendwo rumfliegen? Hier liegen noch 5 Bretter rum, aber 2 Holz habe ich nicht, nee. Okay, weil ich dann mal unsere Hütte ein bisschen reparieren wollte eigentlich. Ja, dann gehe ich mal wieder oben ein bisschen rum und bring da mal wieder ein bisschen Zeug an. Oh, was wollte der von mir? Ton, ne? Wo haben wir denn hier meinen Ton? Da. Karnickel sind auch wieder unterwegs und Bärchen kann ich pflücken. Ach, herrje. Oh, Wolf. Hallo, Wolfram. Bertram. Bist du nach links oder nach rechts gegangen? Links. Okay, ich sehe es gerade. Jetzt beißt er dann ganz unrhythmisch zu, der Wolf. Ganz unrhythmisch. Ja. Du ein Arschloch. Der macht mir voll meinen Flow kaputt. Ja. Was, und hat diesmal... Nee, wollte gerade sagen, wenn er nur Zähne verloren hätte, da wäre ich beleidigt gewesen. Aber das Fell hat er wohl zu schnell eingesammelt, mein Herr Olaf. Ich gehe nach links und es passiert nichts. Ah, das Schaf, aber das rennt dann wieder zu schnell weg, oder? Bleib stehen, du! Du Heidschnucke! Du Gammlige! Ja, ich renne hinterher, Gammlige. Aber ich komme nicht nah genug dran, um sie zu holen. Nein, die Bienen! Ihr doofen Bienen! Ich will wissen, wie man den Hasen einsetzt. Ja. Oder muss man den als Schmuck verarbeiten irgendwie? Könnte ja auch sein, ne? Oh, 2 Wölfe. Nee, Freunde. Da spiele ich nicht mehr mit. Dann isst er halt die doppelte Portion. Ja, ich habe nicht nur 200 HP oder so. Ja, wie wenig das überhaupt ist hier in dem Spiel, ne? In anderen Spielen mit 200 HP wärst du voll overpowered. Naja. Und da kommt ein Troll, haut dich zweimal und bist du weg. Ich habe das Hühnchen getroffen und es steht tatsächlich nochmal auf und rennt weg. Glaubst du es? Machen wir jetzt erstmal so ein Chicken hier. Karnickel und die Reise jenseits des Kaninchenbaus. Oh nee, jetzt windet's. Es windet von hier hinten. Warum behindert mich das, wenn ich in die andere Richtung gehe? Ich will doch... Dem Karnickel macht der Wind nix aus. Das ist ja das auch klein hier herum. Und windschnittig. So, das hat's davon. Tritt in den Allerwertesten. So, dann lege ich mich mal mit 2 Wölfen an, würde ich sagen. Oder kommst du mal kurz mit, mir den Weg freiräumen? Gleich. Ich habe noch 4 von 5 Federn aus unserem Stall geholt. Ach, guck mal in unser Treibhaus, ob da ein paar Kürbisse drin sind. Ja, 5 Stück. Ja, nice. Cool. Okay, dran denken, öfter vorbeigehen und leer machen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt können wir ja hier Wölfe killen. Ja, bin da. Wer noch? Ja, heul du nur. Ich weiß, warum du heulst. Er setzt sich jetzt im Jenseits. Wir sind eigentlich im Jenseits. Setzt er sich aber in die Ecke und heult. Hier ist noch einer. Oh, ich hab schon wieder auf den Pelz gekriegt. Da kommen diese beiden großen, blöden Kämpfmaschinen. Ja. Gut. Weg sind sie. Lecker.
Ich hoffe hier ja noch auf so ein paar Bäume. Ja, weil da hinten war da nicht wirklich was. Oh, da kommt noch ein Wolf. Sag mal, Freunde. Bam! Kannst du dich mal auf ein Attackenmuster einigen, du blöder Wolf? Der quietscht in Stereo. Quick, 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 quick. Na, da hat er einen Kanal mehr als ich. Ich bin nur Mono. Bäumchen. Der elegante Moonwalk, den er eben hingelegt hat. Super Sache. So, dann gib mal Heidi einen Sheet. Willst du mich verarschen? Da sind nur Zweige rausgekommen. Ja, das ist manchmal so ein bisschen eigenartig, ne? Ja. Ich schau vielleicht auch wieder nur Bäume um, die bei dir gar nicht stehen oder so. Das doch. Ah, der hat da gestanden. Ja, da ist jetzt auch Holz rausgekommen. Und Harz. Immerhin. Können wir was kleben mit? Wann bauen wir die ersten Festplatten? Ich glaube, das dauert noch was. Okay, aber du setzt den Commodore auf, ne? So. Oh, oh. Bildschwein. Ob wir das noch packen? Ich meine, wir sind zu zweit, wir haben schon ein bisschen gelevelt. Aber irgendwie, ich warte jetzt schon seit längerem wieder auf ein Level-Up. Da könnte gern mal wieder was kommen. Schade, dass wir da keinen Fortschritt sehen können. Wir töten das jetzt. Ja. Moos. Dann kriegen wir hier auch wieder eine große Menge Holz, so wie das aussieht. Aber hallo. Stirb! Schweinchen! Schneller bitte. Och nö! Bison! Bison! Oh. Bison! Das habe ich schon mal versucht, das lassen wir lieber. Also, den kenne ich schon, der ist ungenießbar, der Typ. Der Kollege ist nicht so freundlich. Ja. Och nö, der kommt, der wird autoaggressiv. Ah, der wird autoaggressiv! Ja. Nein! Also, nee, dann wird er sich ja selbst verletzen, oder? Weil autoaggressives Verhalten ist ja gegen sich selbst, ne? Ich dachte, welches Bison tötet einfach Leute? Ja, das denkt einfach, boah, der ist so groß wie ich, der macht mir meinen Revier streitig. Ja, den töte ich jetzt. Weißt du was? Ja. Ich bringe jetzt dieses scheiß Bison um. Okay. Wird wahrscheinlich genauso gut klappen wie beim Troll. Ich glaube, das geht schneller. Ich ordne an, dass es schneller geht. So nämlich. Bin schon beim Bärenberg. Sehr schön. Hagebutten stehen auch wieder schön in Blüte, muss ich sagen. Wunderbar. Auf dem Rückweg können wir direkt wieder Hagebutten sammeln. Hier liegt ein toter Körper. Ich beweine meinen Freund in ihrem Garten. Ja, ich bin jetzt an diesem Baum mit dem Siegel dran. Hier, oh, da bist du ja wieder. Ach, alles gut. Nichts, was ein Met nicht wieder richten könnte. Wir haben einen Troll gepackt, wir werden auch den packen. Ribbel, ribbel, ribbel! Einfach ohne Taktik drauf, so haben wir es als Berserker gelernt, ne? Na klar! Bam! Ich meine, es geht ihm schon wesentlich schneller schlecht als dem Troll. Ja, aber mir geht's auch nicht mehr ganz so gut auf. Den packen wir noch, den packen wir noch, den packen wir! Alter! Und er verliert Fleisch und... Oh, und die Bienen sind aber ziemlich nah dran. Mein Inventar ist voll. Okay, meins auch. Aber Moment, ich leg dann einfach irgendwas ab, was wir schon oft genug hatten. Und dann kann ich die Hörnchen noch mitnehmen. So, okay, haben alles. Ich trink hier mal so einen Trank. Bam! Der Igel, der war halt einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. So, und ich hack hier noch ein bisschen auf den Hölzern ein. Ja, ich benutze dich. Ich helfe dir mal beim Hacken, aber ich kann nichts mehr einsammeln. Er ist ein Holzfäller und fühlt sich stark. Er schläft des Nachts und hackt am Tag. Kenn ich gar nicht. Monty Python. Echt? Die deutsche Version vom Lumberjack-Song. The Lost German Episode aus der Serie. Da haben sie einmal eine gemacht, wo alles auf Deutsch war und die konnten richtig gut Deutsch sprechen. Wir waren ja auch nicht dumm, die Jungs. Ja, wir kriegen jetzt richtig viel mehr Holz daraus, habe ich den Eindruck, ne? Bloß weil wir gelevelt haben. Mag sein, ja. Dass wir effizienter sind, ne? Ja. Och, ich kann sogar das kleine Bäumchen da schänden. Also, ich meine, wie will man das sonst nennen, wenn man einfach so ein ganz kleines Tannenbäumchen da einfach fällt? Na, die blöden Bienen. Ja, ich wollte eigentlich gerade... Hast du noch was Platz im Inventar? Nee, alles voll.
Für so Zweige oder so? Zweige kann ich mitnehmen, ja. Wenn die sich über 100 stapeln lassen, das tun sie scheinbar. Probier's mal. Ja, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit etwas Appetitlichkeit. Hier, nimm mal auch, nimm es mal dir, auch, egal wo er es kommt. Was macht denn jetzt? Ach, da gab's was zum Pflücken, ach so. Hör auf zu singen, was, da Honig? Liegt Honig. Ja, ich hab jetzt den Bienenstock ausgeräubert. Ach, da muss ich ja... Schnauze voll. Da muss ich ja wieder was wegknabbern. Ja, ich kann ja auch so einen Pfeil dem Schaf in den Hintern schießen. Hat denn jetzt auch die Pfeile, die haben ja aber... Haben die nicht auch noch ihren eigenen Inventarplatz? Ja. Nee, die liegen auch im Inventar selbst. Guck mal, da oben ist ein... Wir sind jetzt an unserer Ländergrenze. Ah, gut zu wissen. Bleib! Hier geht's jetzt Richtung Heide des Eisdrachen und zur Tempelstadt. Okay. Gut, das hatte ich aber in der einen Folge tatsächlich auch gesucht. Weil ich das in dem anderen Land gefunden hatte. Warte, ich kann wahrscheinlich den Hammel noch mitnehmen. Da. Okay, sehr gut. Und ich nehme das Holz noch mit. Nee, ich kann den Hammel nicht mitnehmen. Was habe ich denn hier für ein Fleisch? Ach, Wildschwein noch. Dann esse ich jetzt so eine scheiß Karotte. Was soll das? Das Fleisch bringt uns mehr als so eine blöde Karotte. Und Kürbissamen haben wir ja eigentlich auch schon im Verwerter. Brauchen wir ja eigentlich auch nicht mehr. Habe ich auch mal gefuttert. Ja. Ja, dann habe ich jetzt wieder ein Feld frei für was auch immer da kommen mag. Ja, ich mache hier noch ein paar Bäume klein. Ja, ich mache auch noch ein paar. Weil Holz brauchen wir eh immer wieder, so ja, wie es aussieht. Mindestens für die Pfeile. Wegrohnen. Ja. Und wir leveln dabei wahrscheinlich noch ein bisschen. Also, wenn wir Glück haben, wenn das Spiel artig ist. So, dann sammeln wir mal einen den Kram. Und diesmal habe ich nur ein Stück Holz gekriegt. Aber das könnte auch an der Größe des Baums gelegen haben. 56 Holz, immerhin. Hier steht auch noch einer. Und da ist noch von dieser blauen Pflanze. Ich glaube, von der habe ich auch noch eins im Inventar. Wenn nicht, haben wir das daheim in der Kiste. Was ist hier? Blue Bonnet. Was es hier alles für komische Kürbisarten gibt. Ist verrückt. Ganz, ganz toll. Holz für mich. Ja, also ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wie unser Levelfortschritt ist, weil das wäre toll, wenn man das irgendwo sehen könnte. Kann man aber scheinbar nicht. Wir haben hier nur diese Sternchen, aber das sind ja die Levels. Das zeigt nicht, wie lang es noch braucht. Nee. Das ist schade. Ja, so, Moment. Das Quest war ja 10 Timber zu sammeln. Ich kann mir einen Siegel kaufen, übrigens. Ah, wenn du beim Quest auf Execute klickst, dann ist es beendet. Ja, dann steht jetzt bei mir Woodcutter Quest Objective Complete. Deswegen liegt jetzt... Das Brot liegt natürlich da auf dem Boden. Ja, alles klar. Ich kann da nicht auf nichts drücken. Ist es bei dir schon weg oder wie? Also auf den Umschlag oben, genau, auf Quest. Und dann auf Missionsziele und dann auf Aufgabe Holzfäller. Ja. Ja, und dann steht da auf Execute mir, steht bei mir. Der Holzstamm 0 von 10. Ah, die musst du im Inventar haben. Ich hab dir das da mal hingeschmissen. Ja, aber ich hab doch schon so viele Holzstämme gesammelt. Das ist doch auch Quatsch. Ja, aber du musst halt im Inventar haben. Das ist das Gesetz der Serie. Ja. Ja, tatsächlich, jetzt geht's. Ist das blöd. Gut. Über die Zweckmäßigkeit lässt sich jetzt streiten. Ja. Wo ist das Brot jetzt hin? Ah, Gatherer-Quest. Ja, das liegt ja jetzt. Das haben wir doch eigentlich schon. Execute, Gatherer-Quest complete, weil wir das jetzt schon mal hatten. Aber bei dem anderen ging es nicht automatisch. Das ist komisch. Also da müssen sie wirklich noch ein bisschen am Balancing und am Koop-Modus feilen. Lass ich jetzt hier noch die scheiß Rübe. Jetzt habe ich aber kein anderes Quest mehr. War das jetzt alles? Lass ich hier noch die Bohnen und dann sammle ich jetzt hier den Honig und mein Brot wieder ein. Da liegen auch noch ein paar Steine. Oder wenn du das Timber nimmst, kann ich die Steine nehmen. Das kriegen wir hin. Okay. Dann gehe ich mal ablegen. Wie so oft. Ja, echt. Igel! Ach, aber da verliert ja nichts außer Eicheln.
Und davon haben wir wirklich mehr als genug. Aufgabe Sammler. Gesammelte Eier. 2 Stück. Oh, da ist wieder ein Schaf unterwegs. Vielleicht kann ich sogar fangen, bevor es bei den Bienen ist. Obwohl, das ist schneller als ich, oder? Nee, ich glaube, ich bin minimal schneller. Ah, Hunter-Quest. Das haben wir doch aber auch schon erledigt, oder nicht? Weil Hasen haben wir doch auch schon so viele gekillt. Also wir haben das irgendwie falsch angefangen, glaube ich. Wir hätten mehr auf die Quests achten müssen. Aber nun wissen wir es. Ich schmeiß jetzt hier so einen blöden Spinnenpilz mit, damit ich mein Spiegelei mitnehmen kann. Bleib stehen, du blödes Schaf. Ich will dich doch nur etwas malträtieren. Komm, ein Treffer noch, dann haben wir's. Dann kommen wir zusammen. Och nee, dann ist jetzt hier aber Wind. Och nee, das krieg ich nie wieder. Ja, jetzt mäht's mich noch so hämisch an von hinten, ne? So von wegen, Olaf, bist viel zu langsam. Kriegst du nicht mal eine blöde Heidschnucke? Also, ja, gibt's doch nicht. Heidschnucke. Ja. Aufgabe Jäger, Hasenpfeil, Belohnung, grobe Pfeile. Alles klar. Zum Glück haben wir noch eine Menge Hasenfälle unten in der Truhe, dass wir die einfach rausholen könnten. Die Bienen sind näher an unser vorgerückt, also die links. Was? Oder das Nest ist neu entstanden. Kann sein, weil ich das eine abgeerntet habe. Ja. Ach, so, blöder Hase, das hast du davon. So, so wie es aussieht, ach, wir haben wieder ein paar Federn, aber ich glaube, für die habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Doch, habe ich. Ha. Dann nehme ich sie doch mit. Sind zwar nur 3, aber immerhin. Ja, wir müssen unbedingt hier unsere Kürbisse verwursten. Mhm. Ich schau mal, wie viel da sind. Wieder 2 Stück. Oh, ich wollte gar nicht nach unten gehen. Es geht voran, aber es braucht so seine Zeit. Ja, es ist kein schnelles Spiel, auf keinen Fall. Hast du mal 2 Zweige für mich? 2 Zweige. Ich habe sogar 179. Ja, nehme ich auch. Habe ich hier bei der Küche hingelegt. Aber natürlich kann ich dir es auch vorbeibringen. Bei welcher Küche? Da bei uns in unserem Heimatfor. Ach so, ja, warte. Nee, beim Eingang. Ja. Okay. So, jetzt. Ich will meine Eier essen, also die Spiegeleier. Hier, ich schmeiß dir hier mal nochmal Eier und ein bisschen Salz hin. Okay. Jam, jam, jam. Dann repariere ich nämlich jetzt mal unseren Kram da draußen. Bevor die Skelette wieder ankommen und anklopfen. So, ich koch mal ein bisschen Mini-Vogel. Ach, aber der stellt wirklich immer nur eins nach dem anderen her. Wenn was geknarzt hat, das war mein Chefsessel. Ja, nicht erlaubt. Oh. Ich werde es ihm verbieten. Muss ich mal mit WD-40 dran. So, jetzt baue ich hier noch einen Turm. Und dann sehen wir uns aber in der nächsten Folge wieder. Okay, dann macht's mal gut. Tschüss.